Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, Let's Play Dracula Origin. Ich wurde in den Kommentaren zu einem meiner anderen Videos gefragt, ob dieses Spiel denn auch nochmal auf meinem Kanal wieder erscheint. Und habe das gleich, da ich mich nicht für für ein nächstes Projekt entscheiden konnte, als Anreiz genommen, es als das neue Projekt zu nehmen. Das Spiel ist ein sogenanntes Point-and-Click-Adventure und ich weiß, dass ich ziemlich schlecht in diesen Teilen bin. Also bitte nicht wundern, wenn die Rätsel sich lange hinziehen, ehe ich sie lösen kann. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr sie lösen würdet, wenn am Ende irgendeines Parts ein Rätsel noch offen ist. Sozusagen könnt ihr gerne ein wenig miträtseln. Sofern es mir möglich ist, werde ich versuchen, eure Anregungen auch mit einzubeziehen. Und ja, was soll ich sagen? Das Spiel hält sich sehr eng an die Handlung des Originalromans Dracula von Bram Stoker. Einige Schauplätze sind, glaube ich, anders. Und auch das Ende ist ein klein wenig anders als im Roman, was mir persönlich sehr gut gefällt, da mir das Ende im Roman absolut nicht gefallen hat. Und ich war richtig glücklich, als nach einigen Jahren, beziehungsweise als vor kurzem der Urgroßneffe von Bram Stoker ein eigenes Buch veröffentlicht hat, welches, naja, das Ende der Protagonisten etwas umänderte. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir fangen am besten ein neues Spiel an und schauen mal, was sich uns hier so für Aufgaben stellen werden. Ja, neues Spiel. Abgesehen von tödlichem Sonnenlicht gibt es wenige Möglichkeiten, um Vampire zu bezwingen. Zahlreiche Legenden und Nachschlagewerke über diese Nachtkreaturen sowie meine eigenen Experimente lassen folgende Schlüsse zu. Erstens, Vampire verabscheuen den Geruch von Knoblauch. Diese Präventivmaßnahme wird in vielen Regionen zur Ausrottung derartiger Kreaturen angewandt und ist in deren Volksweisen allgegenwärtig. Es lässt sich daher darauf schließen, dass sie wirken. Zweitens, es ist für Vampire unerträglich, nicht ihr eigenes Abbild im Spiegel sehen zu können. Diese Tatsache, die ich bestätigen kann, trifft sie wie ein Keulenschlag und erinnert sie an ihr leeres und abnormales Wesen. Drittens. Einige Schreiber erwähnen eine irrationale Angst vor fließendem Wasser und eine besondere Verwundbarkeit gegenüber silbernen Kugeln. Bisher konnte ich diese Thesen nicht testen. Sie sind somit nicht verifiziert. Eigentlich erwiesen sich nur drei Waffen als effektiv. Wie ich bei meiner Forschung zur Vernichtung dieser Kreaturen, der ich nun schon mein halbes Leben widme, herausfinden konnte. Das Kreuz, wird es mit Überzeugung emporgestreckt, wehrt es diese Kreaturen ab und verhindert für einen Augenblick all ihre Angriffe. Weihwasser. Es verätzt wie Säure die Haut dieser Kreaturen und verursacht schwere Verletzungen. Schließlich ein Holzpflock für den letzten Akt der Vernichtung. Sobald der Zufluchtsort der Kreatur entdeckt wurde, muss man die Phase ihres tiefen Schlafes ausnutzen. Man setzt den Holzpflock auf seine Brust und treibt ihn in das schlagende Herz des... Professor, ich bin's Maria, Ihre Untermieterin. Professor, da ist ein Brief für Sie. Können Sie mich hören? Ja, ja. Schieben Sie ihn unter der Tür durch. Kann ich etwas für Sie tun, Professor? Möchten Sie etwas essen? Was? Nein, nein, danke, Maria. Aber Professor, Sie haben seit 4 Tagen das Zimmer nicht verlassen. Ist es... Maria, ich versuche zu arbeiten. Ich brauche Ruhe.
Mein Freund, wie kann ich es dir gestatten, abzureisen? Und was wird aus dir werden? Ich hätte in diesem verfluchten Schloss sein müssen und von der Kreatur besiegt werden sollen, die ich all die Jahre gejagt habe. Du hattest Mina, armes Ding. Welch Leid werde ich wegen der schlechten Nachricht über sie bringen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen Mina informieren. Sie ist in großer Gefahr. Ja, so viel zum Intro des Spiels. Der Protagonist wurde da schon ein wenig vorgestellt. Es handelt sich um Abraham van Helsing. Und ja, wir begleiten ihn erst einmal dabei, wie er Mina warnen oder aufsuchen möchte und später noch einige andere Schauplätze besucht, um das drohende Unheil abzuwenden. Am Anfang des Spiels wird es sehr viel zum Vorlesen geben, das bessert sich aber mit der Zeit, da ich nicht jede einzelne Tagebucheintragung vortragen werde, die hier vorgenommen wird, sofern wir oder ich Ideen habe, wie ich die Rätsel lösen kann. Aber erst einmal den Brief, den er erhalten hat. Sehr geehrter Professor, dies mag zwar eine seltsame Art sein, einen Brief zu beginnen, doch ich hoffe, dass Sie diese Worte niemals lesen werden. Anderenfalls hat mein Leben ein schreckliches Ende gefunden, möglicherweise sogar schlimmer als der Tod. Denn jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, befinde ich mich mitten im Zentrum des Bösen, nämlich im Schloss von Graf Dracula. Bis dieses Schreiben Sie erreicht, werden viele Wochen vergehen, mehr Zeit, als meine Rückkehr nach London dauern wird, wenn ich meine grausame Aufgabe erfüllen kann. Dann wäre dieser Brief ohne Bedeutung. Beten Sie daher für mich, wenn Sie diese Zeilen lesen. Den Unterschlupf des Ungeheuers zu finden, war keine leichte Aufgabe. Östlich von Wien wimmelt es von Verschergen des Grafen, die in Bezug auf die Existenz unseres Gegners vor allem Heimlichtuerei und Furcht an den Tag legen. Mit Gewalt, Überzeugungskunst, Drohungen und Silber konnte ich dennoch den ungefähren Aufenthaltsort des Grafen in Erfahrung bringen. Auf meiner Reise zu diesem verfluchten Ort traf ich zufällig auf einen jungen Wissenschaftler, dessen Gruppe von Banditen überfallen worden war. Schwere Wunden hatten ihn gezwungen, sich in einem Gasthaus auszuruhen, bevor er weiterreisen konnte. Zur Residenz des Grafen, wo er eine Inventur in der Bibliothek durchführen sollte. Ich verschaffte mir das Empfehlungsschreiben des jungen Mannes und konnte ihm genug Informationen darüber entlocken, wie man ins Schloss gelangte. In der Nacht des zweiten Tages kam ich an einer gewaltigen Burganlage an, in der Tod und Verderben fast schon zu greifen waren. Die Quelle des Bösen, gegen das wir kämpfen. Die Erinnerung an das erste Treffen mit dem Grafen wird mich bis in alle Ewigkeit verfolgen. Wie kann solch Edelmut, Charme und Güte das Verhalten eines Mannes prägen, der seine wahre Natur nur durch seinen eiskalten, wahnsinnigen Blick verrät? Ich war hingerissen von seiner Eleganz und Intelligenz. Nach meiner nächtlichen Ankunft unterhielten wir uns lange über meine vermeintliche Erfahrung mit Bibliotheken. Er bemerkte sofort meinen Akzent und stellte mir präzise und direkte Fragen. Ich musste auf der Hut sein vor diesem gerissenen Schurken, und trotz aller Vorsicht verriet ich doch meine Identität und meine Londoner Herkunft. Er schien alle meine Antworten zu durchschauen, und es war eine teuflische Aufgabe, eine Erklärung für meinen Aufenthalt hier als Gesandter einer großen Wiener Bibliothek zu liefern. Unter anderem fragte er mich über London und England aus und schien wahrlich erregt, darüber zu sein, vom Leben in unserer Hauptstadt zu hören. Danach beging ich den Fehler, Mina, meine liebe Verlobte, zu erwähnen, als ich von einem Nachmittag auf der Themse mit ihr erzählte. Der Graf drängte mich fast schon auf impertinente Art, ihm ein Bild von ihr zu zeigen. Nachdem ich seiner Bitte nachgekommen war, bemerkte ich mit Schrecken den gierigen und hungrigen Blick in seinen Augen, als er das Bild meiner Geliebten an sich riss und es gebannt anstarrte. Schließlich schützte ich sehr glaubhaft Müdigkeit vor und zog mich in meine Gemächer zurück. Weder in jener Nacht noch in den folgenden fand ich jedoch Schlaf. Furchterregende, unnatürliche Geräusche mischten sich mit dem Geheul der Wölfe, die diesen Landstrich unsicher machten. Der Graf ist nun seit 3 Tagen abwesend, doch sein grässlicher Diener hat mir versichert, dass er heute Abend zurückkehren wird. Ich werde nicht länger warten und bald handeln. Dieser unheimliche Ort erdrückt mich schier, und selbst die Schatten hier scheinen am Leben zu sein. Sie beobachten mich und quälen mich mit ihrem Gelächter. Ich vermisse Mina so sehr. Was würde ich nur geben, um wieder bei ihr zu sein? Ihr zu schreiben wage ich nicht. Sie würde die Gefahren meiner Mission nicht verstehen. Wenn Sie diesen Brief erhalten, Professor, versichern Sie Mina bitte, dass ich ihr völlig ergeben bin, und richten Sie ihr aus, dass meine letzten Gedanken nur ihr galten. Ihr Schüler und Freund Jonathan Harker. Und, ja, die neue Zeitung, die die Dame auch unter der Tür durchgeschoben hat. Die News Times vom Donnerstag, dem 8. September 1898. Familientragödie. Ein trauriger und blutiger Vorfall ereignete sich gestern im ersten Stock eines kleinen Wohnhauses bei der New Kent Road Station. Laut den Aussagen der Nachbarn hat Garrett Melford in einem Anfall von Eifersucht zuerst seine blutjunge Frau Magdalene getötet und danach Selbstmord begangen.
Das junge Paar war erst vor 2 Monaten eingezogen. Mr. Melford war als Vorarbeiter in der Zementfabrik Grimble und Bromsby angestellt. Mehrere übereinstimmende Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass Mrs. Melford einen elegant in Schwarz gekleideten Mann in ihre Wohnung ließ, als ihr Gatte nicht zu Hause war. Kurz darauf kehrte Mr. Melford nach einem langen Arbeitstag in die heimische Wohnung zurück. Als er eintrat, flog ein unheimlicher und riesiger schwarzer Vogel aus einem der Fenster in Richtung der National Gallery. Man hörte einen Schrei sowie deutliche Kampfgeräusche und schließlich einen Schuss. Nach einer alarmierenden Stille betraten einige Nachbarn die Wohnung, wo sie Mrs. Melford mit einer blutenden Wunde am Hals leblos auf dem Bett vorfanden. Mr. Melford saß auf einem Stuhl mit einem Einschussloch im Schädel und einem immer noch rauchenden Revolver zu seinen Füßen. Eine Menschentraube bildete sich daraufhin um den Tatort, wodurch höchstwahrscheinlich der dritte Protagonist dieses Dramas unbemerkt fliehen konnte. Die Polizei geht von einem Mord im Affekt aus Eifersucht, gefolgt von einem Selbstmord aus, auch wenn sowohl die genauen Umstände der Tat als auch der nächtliche Besucher der Dame immer noch unbekannt sind. Zusatz: Die Aussagen vom Tatort sind sehr besorgniserregend, insbesondere die über den unheimlichen und riesigen schwarzen Vogel. Lesen Sie dazu in der Dienstagsausgabe unseren Bericht über einen ähnlich seltsamen Vorfall. Treten Sie ein, Professor. Ich freue mich, Sie zu sehen. Bitte entschuldigen Sie die Unordnung und mein Erscheinungsbild. Ich hatte diesen Morgen nicht die Kraft für Hausarbeit. Was ist denn geschehen, Mina? Und wo ist Ihre Bedienstete? Jenny ist nicht hier, sie ist bei ihrer Schwester. Mein Gott, mir fehlen die Worte. Wir haben gestern ihre Armschwester tot aufgefunden. Oh, ein fürchterliches Verbrechen. Die Zeitungen von heute offenbaren die abscheulichen Details. Die Polizei erschien hier, um Jenny die schlechte Nachricht zu überbringen. Sie konnte es nicht fassen und musste zur Polizeidienststelle, um ihre Schwester zu identifizieren. Welche Tragödie! Sie war 3 Jahre jünger als ich, und jetzt ist sie tot. Aber was bin ich nur für eine schlechte Gastgeberin? Was verschafft mir die Ehre für Ihren Besuch? Haben Sie Neuigkeiten von Jonathan? Im Moment leider nicht. Ich bin gekommen, um nach dem Rechten zu sehen. Jonathan bestand wiederholt darauf, dass ich mich um Sie kümmere. Ich frage mich, dürfte ich Sie vielleicht auf einen Spaziergang im Park begleiten? Nichts würde mir mehr Freude bereiten. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Geben Sie mir einen kleinen Moment Zeit, damit ich mich zurechtmachen kann. Ich hatte nicht den Mut, ihr die traurige Nachricht zu überbringen. Früher oder später muss es jedoch getan werden. Was musste dieses arme junge Mädchen wohl über sich ergehen lassen? Mina sagte, dass es in den Zeitungen erwähnt wird. Gut, nachdem wir Mina jetzt nicht von dem Brief von Jonathan erzählt haben, denke ich, sollten wir uns ein wenig hier umschauen, bevor die gute Dame sich umgezogen hat und zurückkommt für den kleinen Spaziergang, den Professor von Helsing ihr versprochen hat. Da möchte ich nicht hingehen. Ja, verständlich. Die Dame könnte es etwas falsch verstehen. Oh, was haben wir denn hier noch? Teeservice, haben Sie wohl bei irgendwas gestört? Wunderschöne Rosen. Ja, wunderschöne Rosen. Und was liegt hier im Sessel? Noch eine Zeitung, The Courier. Donnerstag, 8. September 1898. Blutleere Leiche eines Zimmermädchens in der Nähe des Themseufers gefunden. 2 Jugendliche, die in der Nähe des The Cursed Mermaid Pubs unweit der Lagerhäuser bei der Southwark Bridge wohnen, machten gestern eine grausige Entdeckung. Hinter einem Haufen von Holzkisten lag die bleiche, blutleere Leiche von Carlotta Perry, 23. Die junge Frau war vollständig gekleidet und ist nach ersten offiziellen Berichten an 2 präzisen Einstichen am Hals gestorben, an denen sie verblutete. Ungeklärt ist bisher jedoch, warum in der Nähe der Leiche nahezu überhaupt kein Blut gefunden wurde. Zeugen berichten von einer dunklen Gestalt, die zu später Stunde in der Nähe des Tatorts gesichtet wurde. Der Besitzer der Lagerhäuser bestätigt in seiner Aussage gegenüber der Polizei, dass er eine solche Gestalt dabei beobachtet hat, wie sie eine Wand hochging und dann in Richtung der Tate Art Gallery flog. Die genauen Umstände und, was noch wichtiger ist, das Motiv dieser barbarischen Tat sind noch nicht bekannt. Das Opfer, eine beispielhafte Angestellte, hatte einen hervorragenden Ruf und führte ein ereignisloses Leben.